Moin, nun ganz kurzes Video. Wir haben, ja, der MX-5 ist ja Baujahr ja, zwischen 89 und was, 97. Und der sieht ja schon ein bisschen müde aus, keine LED-Scheinwerfer, ist ja klar mit dem Baujahr. Und ja, ist einfach alles ein bisschen alt. Und wir wollen ihm einfach mal eine Kur. Verjüngungskur. Ja. Modernisierung einfach. Ja. Und haben neue Scheinwerfer gekauft. Natürlich, trotzdem bleiben die Klappscheinwerfer erhalten. Das ist mir auch wichtig, ganz ehrlich, deswegen habe ich auch ein NA und kein NB. Ja, genau, das ist ja der Grund, warum man ein NA kauft, schon fast eigentlich, weil der NB hat neuere Technik und genau dafür gibt es diese Scheinwerfer hier. Das sind ähnlich zu Jeep-Scheinwerfern, glaube ich. 7 Zoll, also für Golf theoretisch Jeep und alle weiteren mit Runden. Genau, die haben halt außenrum einen LED-Ring, also in der Theorie, man könnte fast sagen Angel Eye, aber ich persönlich bin der Meinung, dass es nicht so ist, weil es ja ein durchgehender Ring ist und eben noch jeweils für High Beam und Low Beam, also Ablendlicht und Fernlicht. Man könnte jetzt auch noch theoretisch innen drin, wäre noch eine Funktion für Blinker, das heißt, dass der ganze Scheinwerfer orange blinkt. Das ist aber, finde ich, nicht so toll, von daher lassen wir das auch weg. Dafür sind diese Anschlüsse hier. Schon allein, weil es nicht Plug-and-Play ist, lassen wir das mal weg. Ja, es ist halt einfach, ich persönlich finde es halt auch unschön, weil wenn man sowieso schon Blinker dran hat, warum dann noch zusätzlich? Und kannst du mir nochmal kurz sagen, wofür dieser Adapter hier ist? Das hier ist einfach der Widerstand fürs LED eben. Ach so, okay. Genau. Also der ist aber dabei, ne? Ja, ja, das ist ein Stück, ich habe es nur schon montiert, deswegen. Genau, ja. Die gibt es für Deutschland natürlich mit E-Nummer. Und für die nicht-deutschen Länder auch ohne, dann wenn ihr nicht in Deutschland lebt, ist es ein bisschen günstiger natürlich. Aber wir kennen es ja alle, der TÜV möchte das natürlich mit E-Nummer. Gut, wir bauen jetzt mal ein und zeigen euch den Vorher-Nachher-Unterschied natürlich mal. Und ja, viel Spaß beim Einbau. Wir zeigen euch das ein bisschen und ja, bis gleich. Als erstes müsst ihr die Schrauben am Gehäuse lösen und das dann abnehmen. Das sind jeweils 2 Schrauben auf einer Seite. Und dann könnt ihr auch schon die Schrauben am Scheinwerfer sehen. Das sind 3 Stück ringsherum, die einfach komplett rausdrehen. Man könnte sie theoretisch auch lösen, ist aber eigentlich eine größere Fummelarbeit, als es eigentlich sein müsste. Deswegen lieber komplett lösen, ist einfacher. Dann fällt dieser Ring auch schon ab und der hält den Scheinwerfer drin. Den könnt ihr einfach rausziehen und das Kabel abstecken. Ihr seht schon, das Ding sieht ziemlich alt aus.